Christoph Zaritz von der ÖVP ist der Nächste. Auch den Burgenländer haben wir, so wie seinen Vorredner, heute schon einmal erlebt. Geschätzte Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, zu Hause vor den Fernsehgeräten und auch bei uns hier im Hohen Haus. Um was geht es heute? Es geht darum, dass wir den Ländern heute 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um eben ihre Programme wie den Heizkostenzuschuss oder die Wohnschirme dementsprechend auch aufzufüllen. Ich glaube, es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es vor allem die Länder sind, die die geografischen Gegebenheiten natürlich auch kennen und die wissen, wer auch in ihrem Bundesland Geld braucht. Ich denke, dass wir vor allem, wenn wir ums Wohnen reden, alle Wohnverhältnisse mitnehmen müssen. Wenn wir um die Mietpreisbremse reden, da sprechen wir um Mietverhältnisse von 400.000 Wohnungen. Und ich denke, dass wir mit diesem Beschluss heute eines nämlich machen, nämlich dass wir auf jene Menschen abzielen, die das Geld wirklich brauchen, weil sie kleine oder mittlere Einkommen haben. Ich denke, das ist der richtige Weg. Wir haben ja bereits im Jänner 2023 einen Beschluss gefasst, Heizkostenzuschuss und Wohnkostenzuschuss mit dem Wohnschirm mit insgesamt 450 Millionen Euro. Heizkostenzuschuss, Wohnschirm, zusätzlich 50 Millionen Euro noch, um etwaigen Delogierungen auch entgegenzuwirken. Und heute wird dieser Landesfonds dementsprechend auf aufgewertet mit einem Betrag von insgesamt 250 Millionen Euro. Und ich denke, das ist der richtige Weg, weil wir hier zielgerichtet und vor allem auch sozial eingreifen können für jene Menschen, die es brauchen, vor allem jetzt, wo die Teuerung auch in diesem Ausmaß in Österreich besteht. Wir haben aber sehr, sehr viele Maßnahmen getroffen. Vor allem was das Thema Wohnen betrifft, was das Thema Heizen betrifft, was das Thema Strom auch betrifft und vor allem auch im steuerlichen Bereich, das möchte ich erwähnen, weil es vor allem auch von der Frau Klubob, Frau Rendi-Wagner nicht angesprochen wurde, wurde auch viel durcheinander gemischt unter dem Motto, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Also wenn Sie sich im Mietrecht so auskennen wie bei Ihrem Parteistatut, na dann gute Nacht für die Wahl auch im Mai. Und meine geschätzten Damen und Herren, uns ist es wichtig, dass wir nicht mit der Gießkanne hier arbeiten, sondern dass wir zielgerichtet und sozial hier jene Menschen unterstützen, die das Geld dieses Mal auch brauchen. Das ist der richtige Zugang von uns. Meine geschätzten Genossinnen und Genossen, bitte können Sie sich ein bisschen mäßigen. Wir sind hier im Hohen Haus und nicht im Parteipräsidium der SPÖ. Es geht darum, dass wir jenen Menschen helfen, die kleine und mittlere Einkommen haben. Die Länder wissen, was das Beste ist auf regionaler Ebene. Und darum stellen wir hier weitere 250 Millionen Euro zur Verfügung. Ich bitte um Zustimmung. Ich denke, das ist ein gutes Gesetz und eine gute Maßnahme, um besser durch die Krise zu kommen.